Zum 9. Mal richtet der SC Berlin die Abteilung Judo-Karate im Sportforum Berlin-Hohenschönhausen den am stärksten besetzten Junior European Judo Cup aus. Hier treffen am Samstag und am Sonntag 500 Judoka aus bis zu 40 Nationen der Altersklasse U21 aufeinander. Die Atmosphäre ist jedes Jahr besonders gut hier in Berlin. Das ist ein tolles Niveau und das Publikum geht immer ganz großartig mit. In der wunderschönen Halle war alles für ein großes Event hergerichtet. Auf 5 Matten kämpften die Sportler mit besonders hoher Reaktionsfähigkeit und Klasse. Hier sehen wir den Kampf im Viertelfinale zwischen Ploini Cornelisse aus den Niederlanden und Gofran Khelefi aus Tunesien. Ploini Cornelisse ist hier in diesem Kampf besonders stark und gewinnt. Das Publikum hat mich sehr ermutigt und motiviert. Jetzt ist es natürlich mein Ziel, ins Halbfinale zu kommen und dann im Finale natürlich auch dabei zu sein. Yeah! Ich habe heute mehr Kämpfe gewonnen als je zuvor bei einem Europacup, aber ich habe natürlich noch Hunger auf mehr und da ist bestimmt noch mehr drin. Ich werde weiter hart an mir arbeiten und das Mögliche machen. Das ist natürlich eine schöne Absicht und auf diesem Niveau die beste Lösung, um weiterzukommen. Wir wünschen ihm und allen anderen auf jeden Fall viel Erfolg und wollen mal sehen, wie es am Sonntag weitergeht beim Junior European Judo Cup des SC Berlin.